Ja, liebe Zuseher von Seit 1908, liebe LASK-Fans, wir haben wieder zwei schwierige Spiele hinter uns gebracht. Leider mit 0 Punkten, eine Niederlage gegen Rapid, die besonders schmerzt und nicht unbedingt gerecht war vielleicht, und auch eine Niederlage gegen Salzburg mit 3:1 verloren. Naja, diese Tiefschläge wollen wir jetzt in der Sendung Reini trifft, Folge 12 mit Mario Hieblinger, und auch über seine Karriere ein bisschen sprechen. Servus Mario, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Servus. Grüß dich, danke für die Einladung. Ja, extrem gerne. Wir sind hier im Kammerl in der Umkleidekabine von der Union Neuhofen. Du bist ja Neuhofen Spielertrainer. Wie ist denn dazu gekommen? Ja, vorweg einmal sind wir mal froh, dass das Haus so geworden ist. Deswegen wollen wir jetzt in Neuhofen. War absehbar, sage ich jetzt einmal. Ich kenne doch sehr, sehr viele Spieler oder habe früher kennt, auch mit den Stocke, die haben wir selber gewohnt. Und ja, sind Freunde und wir haben sie ja vorher schon getroffen. Und deswegen macht es jetzt da. Oder bin ich froh, dass das geklappt hat und dass wir jetzt miteinander ein bisschen Fußball spielen können in den alten Tagen. Mein Haus, was hast du da genau ein bisschen gemeint jetzt, bis du das angesprochen hast? Hat es da leicht Probleme gegeben? Ja, ist ja bekannt. Also vom ja, nicht allen zu sehen. Ja, aber den meisten, nein, wir haben da ein bisschen Problem gehabt und hat ein bisschen länger gedauert, dass wir zu unserem Haus gekommen sind. Im Endeffekt ist es so, dass alles gut gegangen ist zum Schluss und wir wohnen jetzt schon seit 4 Jahren drin. Okay. Das vorweg, weil alles, was man wieder im Fernsehen sieht, sind Wiederholungen. Also uns geht es ganz gut und das Haus steht. Okay, perfekt. Du, machen wir wie bei den meisten meiner Gäste, machen wir am Anfang ein bisschen einen Wordrap, damit man dich ein bisschen besser kennenlernt, Mario. Viele werden dich ja wie die meisten kennen, manche, eben die jungen Zuseher vielleicht nicht ganz so. Und so ein Wordrap einfach einmal, ich wirf dir ein Wort hin, du sagst, was dir spontan dazu einfällt, können auch vielleicht kurz drüber sprechen, und es wird ein paar Entweder-Oder-Fragen geben. Damit einverstanden? Ja, selbstverständlich. Mario, hast du einen zweiten Vornamen? Ja, Mario Rudolf. Mario Rudolf Hieblinger. Dein Familienstand? Verheiratet. Und Kinder? 2 Mädels, ja. 2 Mädels, auch Fußball interessiert oder sind die anderweitig sportlich aktiv? Ja, die Große eher weniger sportlich aktiv, die Kleine spielt Tennis. Mhm. Auch in Neuhofen, oder? Die hat in Neuhofen gespielt, gibt es momentan jetzt kein Angebot, aber ja, sie ist nach wie vor begeistert und wir schauen jetzt, dass wir vielleicht irgendwo was finden. Ja, vielleicht auch einmal eine zukünftige österreichische Sporthoffnung, die kleine Frau Hieblinger. Wo er wohnhaft jetzt, haben wir schon gesagt, in Neuhofen. Dann kommen wir gleich mal zu deiner Karriere. Wann war denn eigentlich dein erstes Bundesliga-Match und wo war das? Boah, im Top genau weiß ich es nicht. Mein erstes Bundesliga-Spiel war bei der Admira. Gegen einen GHK, war ich so um die 18 Jahre. Ja. 97, 96, 97 wird das gewesen sein. Wie war das Feeling? Kannst du dich noch ans Ergebnis erinnern? Ja, das Feeling war schon schön, also war aufgeregt und das war noch, glaube ich, den ersten Krampf in der 50. Minute gekriegt. Okay, hast du so von Beginn an gespielt? Ja, da habe ich gleich von Beginn weg spielen dürfen. Okay, war sicher ein beeindruckendes Erlebnis. Ja, auf alle Fälle, also von dem trank man ja, ich war ja in der Südstadt im Leistungszentrum, das heißt, man hat ja Jahre darauf hingearbeitet, dass man sagt, okay, dass man sowas erleben darf oder dann einmal kann. Das sind ja doch zu Beginn Träume, dass man das nachher dann wirklich verwirklichen kann. Ja, umso schöner, und von daher war das erste Spiel, bleibt immer in Erinnerung, aber natürlich auch mit dem, dass man sehr, sehr aufgeregt hat. Dein erster Verein war ja, glaube ich, Mistelbach? Ja, ursprünglich bin ich von einem ganz kleinen Verein, also Altruppersdorf im Weinviertel, da habe ich begonnen. War mit einer U, ziemlich begrenzt, sage ich mal, da war mit 8 Jahren bei der U18, also da haben wir sicher einen schweren Stand gehabt. Okay. Bin dann gewechselt nach Landerteier. Auch bekannt, gibt es Namen, sag ich mal, die man mit Landerteier verbinden kann. Kretscherek, bei Rapid und bei der Admira gespielt und Wimmer Gerd, immer bei der Admira, nachher dann zu Rapid und in Deutschland gespielt. Ja, und so ist es halt nachher dann weitergegangen, von Landerteier nachher dann in die Südstadt. Okay. Du, und dann dein erstes Bundesligator, kannst du dich da noch erinnern? Das erste Bundesliga-Tor war, wenn ich mich nicht täusche, gegen Lustern. Ja, das und das war auch Kopfball, war es mit dem Fuß, wie hast du das gemacht? Seltsamerweise mit dem linken Fuß, aber mit Kopfball war es keiner. Ja, perfekt, also man kann sich auch an das noch erinnern. Du hast ja auch Einberufungen ins österreichische Nationalteam gehabt, wenn das stimmt. Wie war denn das für dich?
ja, also natürlich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, also wenn man von einem kleinen Ort kommt und davon träumt, dass man vielleicht einmal Profi werden kann, das nachher dann Step by Step schafft, sagen wir mal, die Ziele waren ja doch, hat man dann hochgesteckt, oder die habe ich mir dann selber hochgesteckt, wo ich sage, okay, einmal zweite Liga spielen, erste Liga spielen, Nationalteam spielen und vielleicht ins Ausland wechseln. Dann, ja. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kündigt sich das an? Hast du da ein Telefonat gehabt? Hat dich da wer angerufen und gesagt, so Mario, bist bereit, du bist einberufen ins Nationalteam? Oder wie hat sich das ergeben bei dir? Ja, es ist nachher dann die Einberufung gekommen und fürs Trainingslager in Florenz. Wer hat dich da angerufen? Teamchef war damals der Hans Krankl. Mhm. Also wie gesagt, die Einberufung ist dann gekommen. Also angerufen selbst hat da keiner. Aber ja, es war mal so die erste die Auswahl und war mal umso schöner, dass wir da dabei sein können und dürfen und eben zeigen können, dass man vielleicht sich auch für die Zukunft empfehlen kann. Okay, jetzt hau ich da mal ein ganz schweres Stichwort hin. LASK. Ja, war eine super Zeit. Also das ist kein schweres Stichwort. Das ist, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir da jetzt haben zum Auswählen, aber das war auf jeden Fall. Die ersten Gedanken einfach, was da kommt, wenn du einfach das Wort LASK hörst. Wie gesagt, jetzt zum Schluss sehr erfolgreich und Gott sei Dank sehr erfolgreich. Wir haben eher schwere Zeit gehabt. Wie gesagt, ich bin auch von Griechenland zu der Zeit zurückgekommen und dann hat sich das eben in LASK noch ergeben aufgrund 20 Abstieg in der Regionalliga. War am Anfang ein bisschen verwunderlich, wie ich gekommen bin und es sind 5 Spieler da gestanden mit einem Trainer. Und wir dachten, das ist Halleluja. Aber ja, ich muss sagen, das ist im Nachhinein sehr, sehr gute Entscheidung, was ich da getroffen habe, dass man sagt, okay, aufhören wollte ich noch nicht mit 35, habe ich doch ein Alter gehabt. Mhm. Und von daher nachher dann, ich sage mal, die Erfolgsgeschichte mitzugehen mit dem Verein, ist natürlich umso schöner, wenn man jetzt dann sieht, wo der LASK jetzt steht. Genau. Du, noch ein Spiel möchte ich da sagen, was dir dazu einfällt. LASK Liefering 2013. Ja, das war die erste Möglichkeit, was wir bekommen hätten, aber ja, der hat nicht sein sollen. Im Nachhinein oder Jahre später dann ein bisschen drüber nachzudenken, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, sage ich mal. Mhm. Ja, es ist dann ein bisschen was anderes in die Gänge gekommen, ohne da jetzt irgendwo negativ oder so zurückblicken zu wollen. Kann man ja positiv sehen, dass man sagt, okay, das ist nachher dann gelaufen, ist das Jahr drauf oder nachher dann, sagen wir mal, Weihnachten, hat das vielleicht seine Bestimmung gehabt. Ja, für alle, die es nicht wissen, das war das Spiel, wo der LASK damals in der Regionalliga Mitte Meister wurde und dann im Aufstiegs-Playoff gegen Liefering antreten musste und das leider dann im ersten Anlauf nicht geschafft hat. Aber dann kommen wir zum nächsten Stichwort, das ist wahrscheinlich ein größeres Highlight, LASK Bahndorf. Was hast du da für Gedanken daran? Das war dann das Folgejahr, wieder das Relegationsmatch, wo der Meister der Regionalliga Mitte gegen den Meister der Regionalliga Ost, das war eben LASK und Bahndorf. Was hast du da noch für Erinnerungen an dieses Match oder an diese beiden Matches? Ja, positive. Wie gesagt, wir haben es da geschafft, haben das Ziel erreicht, das wir uns gesteckt haben. Ist natürlich auch mit Anspannung verbunden, weil man gewusst hat, den Kopf fast trotzdem an das Jahr vorher, dass man es nicht geschafft hat. Oder ja. Muss man auch sagen, war Liefering die deutlich bessere Mannschaft. Genauso ein Jahr später waren wir die deutlich bessere Mannschaft und von daher hätten wir es auswärts eigentlich schon weit höher gewinnen können oder müssen. Hat auch nicht so sein sollen, ein bisschen Spannung gehört dazu bei Relegationsspielen. Man muss halt nur in den 90. Minuten denken, wo man vielleicht noch einer schießt und dann auf der Linie weg oder den Ball abwehrt. So genau hätte man es nicht oder so hätte man es nicht ausgezogen. Hast du den Ball noch in Erinnerung, der damals auf der Linie geklärt wurde, nach dem Eckball? Dieser Ball hätte übrigens dazu entschieden, dass wir in der Regionalliga verbleiben müssen. Da hat nämlich nach einem Eckball Bahndorf die Chance gehabt, noch den Siegestreffer zu erzielen und dann wäre es vorbei gewesen. Hast du das noch vor deinem geistigen Auge? Ja, auf alle Fälle. Also das, wie gesagt, das brennt sich auch nachher dann ein, das bleibt dann. Aber wie gesagt, wir haben es eigentlich auswärts, hätten wir es weit höher gewinnen müssen. Und so ist es halt dann ein bisschen verkrampfter geworden im Laufe des zweiten Spiels und, ja, und dann kann eigentlich ein deutlich oder ein klar besseres erstes Spiel nachher dann vielleicht noch ummünzen, dass man sagt, man steigt vielleicht nicht auf, aber in Summe gesehen war es absolut verdient und von daher ist es egal, was da letzte Minuten noch, dass man das noch verhindern hat. Macht dann die Siegesfeier und so schöner, was hast du denn da für Bilder und Erinnerungen vielleicht noch im Kopf, nachdem der Schiedsrichter die Partie beendet hat, was denkt man sich da im ersten Moment und wann dann die Party so richtig losgeht? Ja, das
fällt natürlich einiges ab. Also das ist natürlich ein schönes Gefühl. Super Gefühl, vor allem auch mit den Zusehern. Also waren ja 10.000, knapp 10.000 Zuschauer im Stadion. Und dass man das nachher dann schafft, ja, wie gesagt, das war ja ein halbes Jahr vorher, wo der LASK dann mit der Übernahme wieder gut dagestanden ist, sage ich jetzt einmal, und das auch wieder in ordentliche Bahnen jetzt geführt worden ist. Und dass man dann so aufsteigt und halt dann, ja, ist ein super Gefühl. Also, und die Spiele erinnern später, weil ich mich dann immer mehr fühle. Kann man da, das glaube ich da. Man kann sich da wahrscheinlich schon denken, der LASK ist finanziell und vom Background her wieder gerettet, dann passiert dann nur der sportliche Erfolg. Und dann als Spieler denkt man sich dann wahrscheinlich wirklich, yes, jetzt haben wir es. Jetzt geht alles in geordneten Bahnen. Ja, auf alle Fälle. Also es war, wie gesagt, ich meine, so wie es vom Dezember nachher dann oder vor Weihnachten ist, das dann übernommen worden, ist natürlich super in die richtige Richtung gerannt. Aber man darf, glaube ich, auch eins nicht vergessen, dass man sagt, selbst wie 2012, ja, nach der Lizenzvergabe, haben wir ja trotzdem eine richtig gute Mannschaft gestellt bekommen und da auch wirklich eine Mannschaft mit Qualität für die Regionalliga oder vielleicht sogar höher, wo wir auch hätten mitspielen können. Und das sollte man auch nicht vergessen. Also da war wirklich eine Mannschaft da, die Charakter gehabt hat. Es waren ja doch ältere Spieler dort, wo man sich vielleicht einmal vergreifen hätte auch können, sage ich mal. Aber das war Charakter und da und immer ist jeder wirklich davon, jeder davon ausgegangen, dass man sagt, okay, wir haben das sportliche Ziel vor Augen und vielleicht kein finanzielles. Was hat denn dir die Kapitänsbinde beim LASK bedeutet? Ja, es ist natürlich eine Auszeichnung oder eine große Ehre. Das LASK ist ja ein Traditionsverein, also den kennt man und in Österreich ist das schon Geschichte. Und dass man dann mit so einer Ehre oder dass man der Trainer an die Kapitänsbinde gibt, ja, sollte man halt dann schon auch wirklich dementsprechend noch damit umgehen. Mhm. Das habe ich auch versucht und ja, ich glaube, das ist mal. Spielt sie sich da schon anders? Merkt man die Binde während dem Spiel oder ist man da völlig anders fokussiert? Oder denkt man da ein bisschen anders? Jetzt muss ich mit dem Schiedsrichter sprechen bei einer kritischen Entscheidung. Jetzt muss ich die Jungs pushen, wenn wir in Rückstand geraten. Denkt man anders, wenn man die Binde hat, als wäre es ein normaler Spieler? Also ich glaube, es hätte bei mir jetzt keinen Unterschied gemacht. Ich wollte immer gewinnen, immer pushen. Es sind auch Spiele in Erinnerung, wo man sagt, okay, das hätte ja auch ohne der Kapitänsbinden gemacht. Also wenn man jetzt einen Kader haben hernimmt, wo wir 25 glaube ich gewonnen haben, und wir eigentlich Zweiter waren hinter Pasching und jedes Tor zählt, wo man nachher dann weiter pusht und sagt, jetzt Jungs kommen, wir brauchen nicht erstmal was für die Tore auch tun. Aber wie gesagt, da ist jetzt nicht zwingend ausschlaggebend, dass man sagt, okay, ich glaube, wurscht, ob es der Klapfe gehabt hätte, ich oder wer andere, die hätten auch gepusht, also von daher. Also da geht es grundsätzlich auch in der Retrospektive darum, dass es eine Riesenehre ist, für so einen Verein einmal die Kapitänsbinde getragen zu haben, wie du das sagst. Auf alle Fälle, ja. Genau. So, jetzt kommen wir mal zu einer Oder-Frage. Schnitzel oder Blattsalat? Ohne nichts dazu. Schnitzel. Schnitzel. Party mit oder ohne Alkohol? Du meinst da leichter, nachdem ich kein Profi mehr bin, mit Alkohol. Zu Profizeiten hätte der Mario gerne. Weniger Alkohol. Okay, weniger Alkohol. Tennis oder Golf? Dann eher Tennis, ja. Okay. Und Hobbys außer Fußball? Ja, es ist relativ. Also so jetzt der Hobby, dass ich sage, ich gehe Tennis spielen oder so, bleibt eh wenig Zeit, da ist dann eher die Familie im Vordergrund, weil ich sage, ich stehe nach wie vor dreimal kann ja auch Hobby sein, die Familie. Trainingsplatz, plus ein Spiel am Wochenende, von daher bleibt nachher dann eh wenig Zeit. Und die möchte ich nicht auch nachher dann die möchte ich mit der Familie dann verbringen. Okay, dann kommen wir jetzt einmal auf den LASK zu sprechen in der aktuellen Saison. Und ich würde fast sagen, würdest du zustimmen, dass diese Saison zweigeteilt ist? Dass man sagen kann, es hat die Saison vor Corona gegeben und nach Corona. Oder ist das für dich eine durchgehende Meisterschaft? Ja, kann man schon so sehen. Also wie gesagt, vor Corona unangefochten oder doch mit Abstand Nummer 1. Dann ist die Pause gekommen. Corona-Pause ist nicht förderlich gewesen, sage ich jetzt einmal, für den Verein. Was auch nachher dann mit Punkteabzug mit sich gebracht hat, dass man dann zurückfällt. Aber war für dich der Restart notwendig oder hättest du, wenn du da in der Bundesliga was zum Mitreden gehabt hast, vielleicht gesagt, stoppen wir es, so wie es in anderen europäischen Ligen auch der Fall war? Oder hättest du, so wie es jetzt entschieden worden ist, weitergespielt? Also da möchte ich jetzt
gar nicht groß ausholen, weil wenn ich in der Position wäre oder wenn oder was, ich bin es nicht. Ja, und die Bundesliga wird sich da die Gedanken gemacht haben. Ich sage, als Spieler will man natürlich spielen. Mhm. Also ich hätte auf jeden Fall spielen wollen. War natürlich eine Jahrhundertchance, dass man sagt, okay, da kann man wirklich Großes oder Einzigartiges jetzt die anderen wieder mal schaffen. Es ist, ja, das will man nicht anmaßen. Ja. Also das gibt es die Leute da in der Bundesliga und das steht mir auch nicht zu, glaube ich, da ist das zu blöd. Ja, auf jeden Fall, wir bezeichnen uns aber seit 1908 als das Trainingshopperler des LASK. Das waren diese vier eingeschobenen Trainings in der Großgruppe sozusagen, die ja zugegeben wurden von der Vereinsführung. Wie siehst du das? War das für dich ein Knackpunkt in der aktuellen, jetzt wieder angepfiffenen Meisterschaft oder eigentlich nicht? Weil man kann ja eigentlich sagen, die vier Spiele waren ja nicht schlecht. Es war ja eigentlich kein Einbruch in sportlicher Hinsicht, aber irgendwie, dass es vielleicht doch einen mentalen Knacks gegeben hat, dass man zum Beispiel dann in Wolfsburg nur 2:0 Führung aus der Hand gegeben hat. Ja, ist durchaus möglich. Also ist schwierig zu sagen. Die Spiele waren mit Sicherheit nicht so schlecht, wie die Ergebnisse jetzt vielleicht dastehen. Aber man darf auch nicht vergessen, die Jahre vorher, die letzten anderthalb Jahre, ist es so viel gewonnen worden, man hat relativ wenig verloren. Also da hat man sehr, sehr konstant gespielt, was auch die Leistung jetzt, sagen wir mal, auch sehr, sehr hohe Performance ist. Es haben halt die Ergebnisse jetzt nicht gestimmt. Und natürlich kommt dann ein bisschen das dazu, für den Last war es halt jetzt nicht förderlich, dass die Pause gekommen ist. Ja, man hat vielleicht ein bisschen in Form verloren. Trotzdem, wie gesagt, die Spiele waren gut, man hat 2:0 geführt, hat man dann vielleicht mal aus der Hand gegeben und nachher geht eins ins andere. Und dann kommt man vielleicht in den positiven Lauf, was man vorher gehabt hat, in einen negativen Lauf rein. Und dann läuft es so wie die letzten Wochen, dass man sagt, okay, dann stimmen die Ergebnisse nicht. Ja, weil vorher hat man vielleicht auch ein Spiel einmal gewonnen mit knapp mit einem Tor, wo man sagt, okay, ja, hätte man nicht gewinnen müssen, genau. Und jetzt ist es halt in die andere Richtung gegangen. Aber in Summe gesehen, glaube ich, die letzten Jahre, wenn man das jetzt da hernimmt, ist ja da, das war ein richtig großes Kind. Ja, das war überhaupt die Europacup-Saison, die war ja Wahnsinn. Hast du die auch genau verfolgt, die Europacup-Gruppenphasen und dann die Spiele gegen AZ Alkmaar? Wie ist dir da dabei gegangen beim Zusehen? Ja, super, wie gesagt, also den einen oder anderen habe ich noch zusammenspielen dürfen und die Entwicklung auch zu sehen, dass die jetzt der Europacup spielen und richtig, richtig gut spielen. Also ich will mich da jetzt gar nicht auf einzelne Spiele jetzt versteifen, aber ich sage mal selbst die Schicht zu Hause, wo man gesehen hat, okay, Michael macht einen Sprint von 80 Meter über den Platz in der 80. Minute und da wird alles versucht. Aber ich sage mal, ja, die Erfolge im Europacup waren natürlich großartig und das hat sich die Mannschaft auch verdient. Und das ist auch schön, dass man sagt, okay, man hat seinen Teil dazu beigetragen. Und jetzt läuft es so gut, ist ja, LASK wieder Europa präsent, ein Name und jeder weiß, ist eine richtig gute Mannschaft. Ja, und jetzt müssen wir dieses Jahr noch schauen, dass wir es irgendwie wieder schaffen, die Teilnehmer im Europacup zu fixieren. Mindestens Platz 3 wäre da schon gut und jetzt sagen wir halt aus den ersten 4 Spielen ein Punkt, aber 6 Stangen- oder Lattenschüsse und 3 nicht gegebene Elfmeter für den LASK, wo man schon sagen muss, wo hat der Schiedsrichter da hingesehen? Schon ein bisschen eine komische Sache gerade, dass man 4-mal eigentlich mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht 3-mal sogar besser war und dann auch mit 6 Stangen oder Lattenschüssen und dann diese fragwürdigen Entscheidungen. Fängt man da zum Hadern an als Spieler, dass man sich sagt, das gibt's doch nicht mehr? Ich habe jetzt kein Bild jetzt von intern von der Mannschaft, jetzt haben wir da hadert, aber wenn ich von mir jetzt ausgehe, natürlich fange ich dann an zu überlegen. Und das ist vielleicht genau das, was man vorher nicht gehabt hat. Ja? Wo man sagt, okay, da hat man so ein Selbstvertrauen gehabt und so ein Selbstbewusstsein, da geht man rein, das wird laufen und das gewinnt man. Und jetzt vielleicht eben, wie gesagt, der Punkt, dass man sagt, okay, jetzt schießt man einen Stange, dann kriegt man einen dummen Elfer oder man kriegt den nicht. Ja, genau, oder man kriegt den nicht. Dann, ja, und das vielleicht spielentscheidend sein kann. Ja, gegen Rapid wäre es ja die 1:0 Führung gewesen. Wie der Handschlag gegen einen Marco Raguz gekommen ist auf seine Nase, wo er dann blutig am Boden gegangen ist und der Schiedsrichter schaut dann halt so ein bisschen zu und ja, pfeift halt keinen Strafstoß. Wäre es 1:0 gewesen. Das ist natürlich dann ein game-changing Moment, kann man schon sagen, oder? Ja, ja, volle Fälle. Also wie gesagt, das sind eben so Momente, wo man dann vielleicht früher das Glück gehabt hat oder vielleicht die Spielentscheidung nachher dann gehabt hat und die man jetzt dann nicht hat und das nachher dann eben so verläuft, dass jetzt momentan einmal negativer ist oder halt keine Siege hat und keinen Erfolg nicht hat, aber da bin ich mir sicher, wenn der erste Sieg wieder kommt, dann kann das wieder
in gewohnte Bahnen oder dass man sagt, okay, jetzt ist wieder Aufbäumen da und das macht man auch für den Rest der Saison. Nein. Und man darf ja vielleicht auch nicht aus Acht lassen, dass man vielleicht nur Punkte zurückbekommen durch einen Einspruch. Das heißt, Platz 2 oder 3 ist auf jeden Fall nur in Reichweite, das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Aber wollen wir vielleicht kurz einmal über deine Karriere sprechen? Du hast ja knappe 20 Profijahre in deinen Beinen. Wenn man es kurz vorlesen kann, du warst bei der Admira, dann warst du ganz kurz beim SV Austria Salzburg, dann bei Bleiberg, dann bei Kärnten, dann beim GRK und jetzt wird es ein bisschen schwierig für mich, Lytos Ergotelis, da warst du 6 Jahre aktiv und dann warst du beim LASK von 2012 bis 2015 und dann noch bei LASK Pasching. Wie lebt es sich eigentlich da so als Fußballprofi mit der Familie, wenn man so oft Ortswechsel vollzieht? Ja, es ist schon schwierig. In jungen Jahren tust du ein bisschen leichter, da packst du den Seat Ibiza voll und dann fährst du von einer Stadt in die nächste. Aber wenn du dann einmal Familie hast oder so, dann ist das schon auch zum Koordinieren und es ist halt auch relativ flott gegangen, sage ich mal. Zum Teil ist es hängt oder dann auch ein, zwei Tage, wo man dann vielleicht wechselt. So wie es in Griechenland war und nachher bin ich dann schon sehr dankbar, dass die Familie da nachher dann unterstützend mitwirkt und sagt, okay, Wohnung kündigen und siedeln und halt nachher dann mithilft, dass man halt das neue Heim nachher dann so schnell wie möglich beziehen kann. Aber es waren einige Wohnungswechsel dabei, ja, das ist halt dem geschuldet, dass man sagt, okay, da sollte man flexibel sein und da muss man durch. Haben wir alles geschafft. Ja. Du, wie verrückt ist denn eigentlich die griechische Fußballwelt? Man hört über die Griechen eigentlich und man sieht sehr viel, wenn man dort die Stadien sieht, da brennt alles, die schreien wie wild. Ist das schon eine andere Fußballwelt da in Griechenland? Ja, also so wie ich erlebt habe, jetzt von 2006 bis 2012 war noch wirklich eine große Euphorie. Jetzt Europameister waren es 2004. Deswegen war auch meine Entscheidung zugunsten dieses Landes, weil es hätte noch andere Möglichkeiten gegeben. Ja, die Euphorie, also sie sind sehr fußballverrückt. Und mit Basketball ist das eigentlich so der Hauptsport. Und ja, es sind natürlich die Fans von RS Park, Olympiakos, Panathinaikos, von den AEK, von den Großen, halt, da ist halt wirklich Feier drin und Zunder drin. Und wenn man halt gegen die nachher dann spielen darf und sowas auch miterleben, wo ich ja immer gleich relativ sagen muss, man muss halt nicht in dem Ausmaß nachher dann vielleicht stattfinden lassen im Stadion, weil okay, es gibt Bilder, wenn Park Olympiakos spielt, wo das ganze Stadion fast brennt. Das soll halt das nicht falsch verstehen, aber ich sage mal, natürlich ist es beeindruckend ist trotzdem, auch wenn es nicht passieren soll. Genau, das auf jeden Fall. Und also das war schon, sage ich mal, das sieht man so in Österreich in der Form, kann man das nicht miterleben. Wenn man jetzt diese griechische Fußballkultur vergleicht, also deine Fans in Griechenland mit den Fans, die du dann in Linz gehabt hast, das ist ja dann doch ein bisschen anders gewesen, weil wir eben in der Regionalliga waren. Aber jetzt einmal trotzdem einfach der Fanvergleich. Was unterscheidet den griechischen vom österreichischen Fußball-Ultra, sagen wir jetzt mal, schon von dem, der gerne zum Spiel geht? Bei dem Verein, wo ich war? Ja. Ja, das ist ganz, bei dem Verein, wo ich war, ist ein kleiner Verein, also das kann man jetzt, wenn ich jetzt ohne einen Namen jetzt, oder das jetzt so dem nahe treten zu wollen, aber es ist mit der Südstadt vergleichbar. Also wir haben jetzt 3000 Leute gehabt, sagen wir mal, im Stadion und das war familiär. Ultras in dem Sinn hat es da jetzt nicht gegeben. War so vom Verein so gern gesehen, dass man da auch die Fans zum Teil mit einbindet oder dass man mal was essen geht, ja, mit Familie. Ja, und dann hat man eben, sage ich mal, die Stimmung in dem war jetzt nicht so, wie es beim LASK jetzt da zum Beispiel ist oder wenn man jetzt Rapid fährt oder vielleicht auch dort bei anderen Vereinen auch ist. Aber es war ein ruhigeres Arbeiten. Okay. Zum Teil. Immer jetzt abgesehen von den Griechen, von den anderen Vereinen. Okay. Bei Griechenland ja, hat es da passieren können, dass ein Trainer oder auch Spieler vielleicht nach einer halben Jahr sich gleich wieder verabschieden hat können. Und von daher war das. Also schon so ein heißes Pflaster da in Griechenland? Ja, schon. Ich meine, wie gesagt, das ist halt, wie soll ich sagen, Verträge waren da, aber wenn man es dann so genau nimmt, sei mal dahingestellt. Aber war für mich die richtige Entscheidung, dass ich auch so lange dort geblieben bin. Ich habe gewusst, was ich an einem Verein habe, der Verein hat gewusst, was er an mir hat. Und somit ist das eigentlich auch mit Möglichkeiten vielleicht einmal zum Wechseln, vielleicht nochmal sich zu verändern, aber das wollte ich dann auch nicht. Und auch der Familie nicht anderen, dass man dann wieder umsiedelt. Und von daher war 6 Jahre Kreta, Insel, ist eigentlich umgeben ein von Meer. Und geht's besser? Sport
sportlich wäre es besser. Aber vom Lifestyle hat es schon passt. Mit einem gewissen Alter, sag ich mal, wie gesagt, da weiß man nachher dann, was man am Verein hat und genauso umgekehrt. Und deswegen war die Entscheidung für mich nachher dann relativ leicht, dass ich sage, okay, es macht Spaß und das soll das Wichtigste sein. Und für unsere Möglichkeiten waren wir erfolgreich. Das hat es noch nie gegeben, dass der Verein 6 Jahre hintereinander in der ersten Liga war. Es war eigentlich immer auf für Abi und umso schöner. Hast du noch Kontakt zu denen ein bisschen? Kontakt schon, aber es wird auch immer weniger. Und haben wir auch schon ein paar Mal vorgenommen, dass ich mal wieder hochfliege, aber das wird jetzt demnächst auch nochmal passieren. Und besuchen und ja. Ja, und du bist ja dann aus Griechenland direkt zum LASK gewechselt, der eben zu dieser Zeit in der Regionalliga gespielt hat. Eigentlich könnte man ja da sagen, dass das vorher schon ein bisschen angesprochen, dritte Liga. Wie gibt es denn das dann auf einmal? Das ist ja eigentlich ein Rückschritt. Oder hat schon der Name LASK noch auch in der dritten Liga so viel Strahlkraft gehabt für dich, dass du gesagt hast, das mache ich trotzdem? Ja, es war zu der Zeit, wir sind aufgestiegen. Und für mich war eigentlich klar, dass ich dann nicht mehr in Griechenland bleibe, dass ich zurückgehe. Körperlich habe ich mich eigentlich noch so gut gefühlt, dass ich sage, aufhören möchte ich auch noch nicht. Ja. Und ja, und dann halt ein bisschen gewartet habe. Und dann hat sich das immer gegeben aufgrund des Netzwerks, auch nach wie vor noch von Griechenland, mit dem Herrn Präsident Reichel. Und so ist das dann zustande gekommen. Und natürlich, es war ja ein Ziel da, dass man sagt, okay, das wird versucht, gleich wieder aufzusteigen. Und deswegen habe ich auch gesagt, es ist wirklich eine gute Mannschaft hingestellt worden. Charakterlich gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Und das war halt dann schon auch wichtig, dass man sagt, okay, das ist wirklich ein Ziel, weil ich sage einmal, es ist alles nett und schön, wenn man dann sagt, okay, für mich ist trotzdem die sportliche. War nachher dann der Anreiz, dass man sagt, okay. Also Mittelfeld in der Regionalliga hätte jetzt nicht interessiert, es hat schon einmal einen Aufstieg gehen müssen, das hat klar sein müssen. Ja, wie gesagt, es hätte vielleicht das eine oder andere auch in der Regionalliga, ich habe damals in Kärnten gewohnt, vielleicht hat da was aufgetan und nachher überlegst du halt schon, gehst du nochmal weg, ziehst wieder um oder bleibst nachher daheim in Kärnten, wo du eigentlich alles hast. Und von daher war ja, für mich ausschlaggebend das Sportliche, dass man sagt, okay, da ist was zum Reparieren, da ist was zu machen und da wird was versucht, dass man das auch binnen einem Jahr jetzt also mal schaffen kann. Und das war halt dann schon für mich ausschlaggebend. Aber es waren schon ein paar verrückte Momente in dieser Regionalliga-Zeit oder in diesen 2 Jahren. Was waren denn für dich so diese prägendsten Erlebnisse? Kann auch bei irgendeinem Spiel gewesen sein mit Fans oder drum und dran. Was waren für dich so die bleibenden Eindrücke oder irgendwelche speziellen Highlights, die da nie wieder aus dem Kopf gehen werden? Ja, wenn man das so mal durchgeht, die ersten Spiele waren gleich mal ein paar Schritte hinten noch ein paar Punkte, aber dann hat das Ganze richtig gut zum Laufen begonnen. Ja, das Cup-Spiel jetzt in Schweinestadt gegen Mattersburg, wenn man dann auch vorher gehabt, war ja glaube ich eine höhere Mannschaft. Das ist glaube ich ins Elfmeterschießen gegangen, genau. Gegen Mattersburg. Genau, da war ich auch zu Gast. Rote Karten mit einem Mann weniger, 2 noch hinten und ja, das war dann zum in der Kabine drinnen sitzt und sagt, was machen wir jetzt da? Und dann kommt von einem Spieler, Anmerkung Kobleder, der sagt, Jungs, das schaffen wir noch. Ja, und dann hat sich wirklich einer für den anderen gerissen und das Spiel hat gedreht und auch hat dann, sag ich mal, im Elfmeterschießen, dass du weiterkommen bist. Oder genauso das Cup-Spiel in Ried, wo alle kämpft und bis zum Schluss war eigentlich auch, ja, wieder zurückkommen bis die letzten Minuten, das sind halt schon schöne Momente und das macht einen auch stolz, dass man sagt, okay, und das meine ich damit, dass man sagt, das ist so eine intakte Mannschaft mit Charakter und wo ich wirklich jeder von jedem gefeiert hat bis zur letzten Minute. Ja, das glaube ich, und du hast da dann eigentlich nach deiner Karriere irgendwie auch schon gesagt, im Fußball abhaken willst du mal sicherlich, deswegen haben wir auch hier diese Taktiktafel, du bist, wie wir vorher erfahren haben, dann ins Trainergeschäft eingestiegen, du hast eine Trainerausbildung gemacht, welche Lizenz hast du? Ja genau, ich habe die B-Lizenz, die habe ich zum Schluss von meiner aktiven Laufbahn noch abgeschlossen. Das heißt, die berechtigt dich für wie hoch darfst du da trainieren? Da darf ich bis Landesliga trainieren und möchte aber schon noch die A-Lizenz machen, das heißt bis Regionalliga. Ja, das ist ein bisschen abhängiger nachher dann davon, von meiner Arbeit, was ich nachgehe. Das heißt, bei der Sportunion, wo ich bei Projekten mitarbeite und administrativ was mache und eben auch Springer bin für Einsätze in den Schulen, wo wir ja gewisse Institutionen betreuen und dort auch versuchen, die Kinder Sport, polysportiven Bewegung oder Sport den Kindern in den Sport näher zu bringen. Genau. Und ja, und da muss das gehört abgeklärt mit der Arbeit, wenn es möglich ist oder wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann werde ich es auch versuchen zu machen. Und ansonsten habe ich jetzt da einmal
die Trainertätigkeit da jetzt in der Hof. Spielertrainer. Spielertrainer. Das ist auch, wie viele Minuten traut sich der Mario Liebling in der Bezirksliga noch zu? Ja, 90, oder? In Summe sind es dann 12 mal 90. Okay. Nein, das ist, ja, macht Spaß. Ja. Haben wir eigentlich bis jetzt noch ganz gut fit gefühlt. Das letzte dreiviertel Jahr hat man ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ja, muss man schauen, jetzt, was im Sommer jetzt da, wie es weitergeht oder wie der Körper jetzt da darauf reagiert im Sommer. Und dann werden wir sehen, ob ich nochmal spielen werde oder ob ich dann wirklich nur meinen Trainer mache. Welcher Trainer hat denn dich in deiner Profikarriere am meisten beeindruckt, eigentlich, von dem du jetzt vielleicht auch noch ein bisschen partizipieren kannst, in deiner eigenen Trainerkarriere? Ja, das waren schon einige. Also in gewissen Bereichen, jetzt sage ich mal, was Taktische betrifft, war natürlich Schachner beim GRK richtig gut, da sage ich jetzt einmal. Und da war halt nachher dann ein anderer B beim Backholt gehabt, den Peter Backholt beim FC Kärnten, wo wahrscheinlich deutsche Bundesliga spielen können, so fit, ja, wie du weißt. Also der nimmt halt natürlich da von Deutschland. Aber jetzt unabhängig davon, wer ist die beste Taktiker. Das entscheidendste und wichtigste Jahr, glaube ich, für mich war das erste bei der Admira. Da habe ich in Kinas Wolfgang, in Vater vom Spieler, gehabt. Und ja, wie es halt so ist mit jungen Spielern, wenn du dann noch einen Fehler machst, kann da halt bei gewissen Trainern gerne mal passieren, dass du vielleicht einmal einen Stammplatz verlierst. Das hat er nicht gemacht. Ja. Dementsprechend habe ich auch die Möglichkeit gehabt, mich zu präsentieren im U21 Nationalteam und die Woche für Woche mal Chance gehabt. Wir sind in dem Jahr abgestiegen. Aber nichtsdestotrotz war das eines von den wichtigsten Jahren, also wo ich auch erfahren habe dürfen und was ich jetzt da mitnehme. Zum Schluss, dass man sagt, okay, mal ein Spielervertrauen vom Trainer genießt, ist schon sehr, sehr viel wert. Und ja, auch wieder Miklovic bei mir. Also das war eigentlich. Und so die beeindruckendsten, die du da so in Erinnerung hast. Wie ist denn eigentlich die Umstellung dann vom Fußballer zum Trainer? Erkennt man dann als Trainer jetzt so manchen Ärger von einem Fußballer anders an? Oder wie schwierig ist es dann zu jemandem eben sagen, na, du spielst heute nicht, du warst zu schlecht oder sonst irgendetwas? Wie war für dich die Umstellung, dass du plötzlich sagst, na, du bleibst halt draußen oder du darfst halt hinein? Ja, das muss man glaube ich auch unterscheiden. Ich sag, die 20 Jahre, was ich gemacht habe, war es beruflich. Natürlich auch, dass da, wenn du nicht, oder wenn's nicht spielst oder es Phasen gibt, das ist ganz klar. Ja. Also jeder will spielen. In der Bezirksliga oder jetzt im Breitensport, wo ich jetzt angesiedelt bin, ist es halt schwierig. Du spielst nicht, weil du warst schlecht. Ist, glaube ich, keine gute, gute Idee. Man muss eh versuchen. Also es ist trotzdem eine Entscheidungsfindung, dass man sagt, okay, ja, gehst nach Trainings. Anzahl oder gehst du jetzt nach Qualität, das ist halt immer, ich glaube, ich habe schon gewonnen, wenn wir jetzt da eine sehr, sehr hohe Trainingsbeteiligung haben und da jeder gern zum Training kommt und dann natürlich versucht, auch denen die Möglichkeit geben zum Spielen, aber natürlich ist ein Gedanke oder der Sieggedanke oder dass man sagt, okay, ja, das gehört halt auch dazu, weil, wie gesagt, aufsteigen will auch keiner, aber da eine gute Mischung finden, glaube ich, dann hast du gewonnen, ist ein Breitensport und das gibt es halt nachher zu finden und genau, wo da soziale oder charakterliche Komponente dann mitspielt. Ja. Glaubst du eigentlich, dass man als Spielertrainer, wenn man selber am Spielfeld steht, dass man die Mitspieler oder die eigenen Schützlinge besser beurteilen kann, als wie wenn man draußen auf der Trainerbank sitzt? Beurteilen jetzt von dem, was man jetzt Trainings gemacht hat und man hat dann geschaut, ob sich einer verbessert. Genau. Ja, du hast einen Überblick schon im Spiel, aber da muss ich auch dazu sagen, Spielertrainer Hieblinger ist mehr Spieler als wir Trainer. Deswegen habe ich immer, so ehrlich muss man sein, also das geht nicht. Das kann man nicht unter den Hut bringen, weil dann, wie gesagt, ich bin noch mehr Spieler, dann bist du emotional dabei und nachher kann da einmal sein, dass du vielleicht einen Fehler machst oder dass du was übersiehst. Und deswegen war es auch mir ganz wichtig, dass der Verein mir dann auch immer einen zweiten Mann, ich will jetzt gar nicht zweiten Mann sagen, aber halt mir einen Mann auf die Seite gestellt hat, der das Vertrauen oder wo man gemeinsam macht. Weil der Entscheidungen treffen hat können, weil ich sage, den Spielern dann am Feld geholfen und genauso wie dann Hilfe braucht, wenn der mal was gesehen hat, okay, dann hat er eingegriffen. Und das, glaube ich, ist uns ganz gut gelungen, egal ob es in Stein war, bei Amateursteier war und jetzt in Neuhofen. Das hat richtig gut funktioniert. Und ja, aber wie gesagt, das ist, kann man keiner erzählen. Also ich sehe es jetzt. Oder ich bin der Meinung, dass man sagt, okay, beide Funktionen gleich oder halt ein Trainer nachher dann so zu machen, das ist schwierig, das funktioniert nicht. Wie wichtig ist denn für dich die mentale Komponente? War für dich
Meditieren oder autogenes Training oder sowas überhaupt im Profizeitalter ein Thema? Oder wie war für dich das, die mentale Stärke zu erlangen? Ja, ich glaube, dass das heutzutage extrem wichtig ist, oder wenn man die Möglichkeit hat, das auch in Anspruch zu nehmen. Dadurch, dass ich schon ein bisschen älter habe, habe ich natürlich auch eine andere Generation. Ja. Da war das noch nicht so, Namen nenne ich jetzt keinen, aber das war halt schon noch, da war das noch nicht so verbreitet, oder da ist man vielleicht auch noch ein bisschen, das hat man nicht so gern gesehen. Fußball entwickelt sich immer weiter und wie gesagt, also ich würde auch viel anders machen jetzt. Das heißt, du könntest dir vorstellen, wäre der Mario Hieblinger nur mehr ein junger Fußballprofi, vielleicht mehr in der Kopfstärke, in der mentalen Stärke, mehr Zeit zu investieren. Ja, mehr Zeit, vielleicht auch in den Körper zu investieren oder das freie Training, jetzt, dass man draufkommen geht oder dass man selbstständig mehr macht, sagen wir, wie man was macht. Aber es hat sich trotzdem entwickelt, es ist ganz anders geworden, der Sport ist viel schneller geworden. Und genauso muss man im Kopf stark sein, dass man sagt, okay, die Belastungen auch Wochen für Wochen oder englische Runden oder wenn man dann Nationalteam oder Europacup spielt, muss man ja auch verkraften. Und finde ich gut, dass das jetzt so ist in der heutigen Zeit und dass da, habe ich mal kennengelernt, den Herrn Zöpfling jetzt dann nachher dann auch beim Rasen. Also da, das finde ich gut und das sollte man mehr mit einbinden. Ja. Was würdest du für die ganzen jungen Fußballer, die zuschauen, ich meine, das ist die schwierigste und teilweise auch blödeste Frage, was würde man einem jungen Kick geraten, so um die 14, 15 Jahre, 13, 14, 15, wenn er sich das Ziel Profi setzt, wie muss er das angehen, was würdest du ihm auf jeden Fall raten, nicht zu tun und was würdest du ihm sagen? Naja, was raten, nicht zu tun, würde ich jetzt auch nicht machen, also wenn es jetzt da von mir ist, fortgehen oder... Natürlich ist das jetzt, zu viel fortgehen ist nie gut. Ja. Ja. Wie gesagt, ich kann es jetzt von mir ein bisschen nehmen, aber ich glaube, das ist also ein schmaler Grat. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, es muss alles zusammenpassen, man muss vielleicht auch den richtigen Trainer haben. In meiner Karriere war es auch so, dass ich eigentlich mit 15 aufhören wollte, weil ich eine Operation gehabt habe und dann hat man sich überlegt und hat mir gedacht, nein, probierst das nochmal. Und dann einen Trainer gehabt habe, der sagt, okay, spielst du mal eine Halbzeit, dann spielst du mal 60 Minuten und 70 Minuten und der dich wieder heranführt an der ganzen und das Wichtigste ist, dass du Spaß hast. Und was auch dazu kommt, das Körperliche, wo man sagt, okay, also der ist noch nicht so weit. Ich war erst mit 18, 19 so weit, dass ich sage, okay, jetzt bin ich eigentlich für Regionalliga oder Zweite Liga tauglich, vorher war es jetzt nicht ausgegangen, so ehrlich muss man auch sein. Wo andere Spieler eben... Das heißt, man muss schon ein bisschen abwarten und nicht gleich ungeduldig werden. Genau. Zeit geben, man sieht ja eh nachher dann jetzt, sagen wir, wo man Aufholbedarf hat und da jetzt vielleicht ein bisschen mehr nachher investieren. Aber ich habe Spieler gesehen, die schon sehr, sehr weit waren körperlich, die Bundesliga gespielt haben, ich noch nicht gespielt haben, die haben entweder früher aufgehört oder sie haben es auch gar nicht geschafft, eben vielleicht wegen anderen Umständen, die wir schon angesprochen haben. Aber da gehört viel dazu. Ja. Und vielleicht auch oft einmal den Schritt wagen, weil ich aber doch schon Bundesliga gespielt bin, wieder zurückgegangen, zweite Liga, zum Beispiel Salzburg bleibe. Und habe so viel Spaß wieder gefunden an dem, was ich immer gespielt habe. Und war halt nur zweite Liga unter Anführungszeichen. Das heißt, dass manchmal ein Rückschritt auch positiv ein Schritt nach vorne sein kann. Genau, und deswegen, wenn man das jetzt so sieht, die letzten 20 Jahre war das jetzt so für mich, war das okay, weil ich hätte das auf Biegen und Brechen jetzt gesagt, nein, ich bleibe in der Bundesliga, hätte ich vielleicht noch weniger gespielt. Und dann war es vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen. Von daher Ratschläge zu geben, wie gesagt, ich war jetzt kein Techniker, ich war jetzt da kein Wunderwutze, von mir hat es jetzt keiner erwartet, dass ich jemals 20 Jahre Profi bin. Und ich glaube trotzdem, dass man sich sehr, sehr viel arbeiten kann, einen Willen an den Tag legt und sagt, okay, ich will das machen, ich will das durchziehen. Rückschläge halt verkaufen dazu, das ist ganz klar. Und dann muss man eben für sich selber herausfinden, was ist dann halt wichtiger. Ja, finanzieller Aspekt, sportlicher Aspekt. Es fängt von der Bundesliga an, es geht aber ein bisschen runter, jetzt sagen wir im Breitensport. Und das muss halt jeder für sich selber. Aber ich glaube, dass man sich sehr, sehr viel arbeiten kann. Und wenn man einen Willen hat, das auch sehr, sehr lang durchziehen kann. Ja, und hat man ja bei dir dann gesehen. Ja, das ist, wie gesagt, ich weiß, wo ich herkomme und ich bin mit 12 Jahren von daheim weggegangen und ich tue mir halt jetzt dann noch richtig schwer, dass ich sage, okay, jetzt lasse ich sie gänzlich sein, das habe ich zu viel Spaß an der ganzen Sache, ich betätige mich körperlich noch, kann oder habe bis jetzt noch der Mannschaft helfen können, wenn es aber nicht mehr so ist, werde ich ein anderes Aufgabenfeld finden, neben einem Trainer vielleicht, dass ich mich da noch ein bisschen mit einbringe, aber ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich sonst irgendwo Tennis spielen gehe oder nicht laufen gehe, das ist
ist wahrscheinlich nicht so deins. Ist nicht meins. Du, kommen wir mal zum Schluss vom Interview. Vielleicht nochmal auf die zwei Spiele jetzt gegen Sturm Graz, die jetzt vor uns liegen, zu sprechen. Was glaubst du da, dass der LASK den Turnaround schaffen kann? Und was ist jetzt das Allerwichtigste? Ja, auf alle Fälle können sie es schaffen, um die Frage zu beantworten. Sturm hat ja jetzt da zwar das letzte Spiel gewonnen, aber vorher, jetzt glaube ich auch immer, was man so in den Medien mitkriegt, ist jetzt genau, ist jetzt auch nicht gerade alles ruhig, sage ich mal, beim Verein. Und man nicht bieren lassen. Also ich glaube, wenn das Spiel jetzt da gewonnen wird, dann, wie gesagt, dann kann es auch wieder so gehen und das fängt wieder an zum Laufen und die Erfolge werden sich wieder einstellen. Und einfach besonnen, was man glaube ich jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt keinen Einblick, aber was man so von außen sieht, ist der Trainer ja eh sehr, sehr ruhig und versucht das Ganze auch so beizubehalten ist in der Mannschaft und ja, das wird der Erfolg wieder kommen. Es war halt schön, wenn es das nächste Spiel wieder ist, das dann mitnehmen kann in die nächsten Spiele und der Erfolg, und vielleicht sehe ich nachher dann dafür wieder rausschauen und dann schauen wir, was am Ende rausschaut, aber ich glaube, dann steht man auch dort, wo man sich erhofft, jetzt nachher dann nächstes Jahr. Dass man mindestens unter die ersten drei auf jeden Fall ist. Bespielen kann. Du, zum Abschluss hast du nur eine Botschaft an unsere LASK-Fans, was du vielleicht in die Kamera sagen möchtest? Ja, grundsätzlich finde ich es super, so wie ihr alle im Verein unterstützt habt die letzten Jahre. Gerade in der schwierigen Situation vor Jahren oder 2012 bis 2014, bis wir aufgestiegen sind und vielleicht kann man jetzt nicht ganz so sehen, aber trotzdem ist jetzt auch ein bisschen der Erfolgslauf unterbrochen. Der Verein, die Spieler, die Mannschaft, die brauchen alle eure Hilfe und eure Unterstützung und dass man da positiv das angeht und versucht die Mannschaft zu pushen, dass man sie zum nächsten Sieg dran kann. Ja, dann sage ich herzlichen Dank an Mario Hüblinger, dass wir bei dir das Interview da in Neuhofen in dem Spielerkammerl machen haben können. Dir alles Gute für nächste Saison. Der Aufstieg ist, glaube ich, das Ziel mit der Union Neuhofen, wenn ich richtig gehe. Ganz kurz. Nein, Aufstieg muss jetzt nicht unbedingt sein. Also ich wünsche ihn euch trotzdem. Danke. Alles Gute und wirklich herzlichen Dank für das Interview. Danke und für euch, euch Zusehern, vielen Dank fürs Zusehen. Bitte das Video wieder liken. Weiterleiten an eure Freunde. Morgen geht es gegen Sturm Graz und jetzt schauen wir, dass wir 6 Punkte gegen die Grazer holen, weil in Österreich ist nur der LASK schwarz-weiß. Bleibt sportlich, bis zur nächsten Folge. Danke, pfiat euch. Tschüss.